Hallo, lange, lange ist her, dass hier mal auf dem Kanal ein Video erschienen ist. Doch, ja, jetzt ist die Sommerpause vorbei. Wir haben endlich die neuen Ü-Eier bekommen aus der Serie Findet Dori und die Mädchenkollektion mit der Prinzessin da ist auch da. Da kommen dann auch öfters dann Videos wieder jetzt hier auf dem Kanal. Aber zuallererst werden wir jetzt erstmal hier diese Findet Dori Serie versuchen, werde ich versuchen vollständig zu bekommen. Ich gehe mal ganz stark von aus, es wird auch wieder diese Viererpacks davon geben, wo zwei garantiert sind. Die werde ich mir auf jeden Fall dann holen. Und ja, solange, wie es die halt eben noch nicht gibt, muss ich mir halt eben Einzelne kaufen und muss hoffen, dass ich dann wenigstens ein paar Figuren so noch dazu bekomme. Mit den Viererpaketen ist das ja wesentlich einfacher wie mit den Einzelnen. Deswegen, es heißt ja auch immer so schön, in jedem siebten Ei. Gut, ich kann nicht zählen, ich habe 8 Eier mitgenommen. Ich wollte eigentlich 7, aber es sind 8 geworden, weil ich wieder so gierig war. Ups. Und ja, deswegen wollen wir jetzt mal anfangen und wollen mal gucken, was wir alles drin haben. So, die packen wir erstmal beiseite und fangen wir erstmal mit dem Ei hier an. Ja, da klappert also noch nichts. Noch reinweg gar nichts. Papier machen wir beiseite. So. Die Schokolade auch. Und es klappert weiter nichts. Und wir gucken mal. Aha. Was haben wir hier? Natürlich ist hier auch wieder neues Spielzeug mit dabei, ist ja logisch. Ferrero lässt sich ja da immer was einfallen. So. Was soll das jetzt hier sein? Mhm. Ah ja, ein Malstift ist das hier schon mal. Ja, sieht man ja, ein Malstift. So sieht er aus. Den kann man dann hier einklicken. Ach ja, und dann kann man hier ja mit zeichnen. Dann muss man das dann hier abmachen. Und dann kann man hier entlang zeichnen, was ich natürlich jetzt hier auf meinen Tisch nicht machen werde. Logischerweise. Gut. Wer das Spielzeug braucht, naja, ich sage mal, nicht schlechte Idee, aber muss man das unbedingt haben. So, machen wir das zweite Mal auf. Hier klappert es ein ganz, ganz bisschen und wir haben hier, ja, hier haben wir wieder, ich sage mal, altbekanntes. Das ist hier so ein Drehflitsch, ja, Frosch aus der Go-Movie-Serie, was man denn hier so
gehen soll und dann zack, soll er so springen. Ja, auch nicht schlecht. Aber wir wollen ja eigentlich was ganz anderes. Wir wollen ja eigentlich die Figuren, die Sammelfiguren. Aha, das hört sich wieder nach was zu basteln an. Und ja, zu basteln ist es auch nichts. Es ist auch wieder von diesen altbekannten, ja, ich sage mal, Zaubermaldingern von Mixart. Und zwar, ja, kann man hier drauf malen. Moment. So, glaube ich. Ja. Zack. So, kann man drauf malen und dann kann man plopp das wieder wegmachen. Und ja, das Ganze, dieser Malstift hier ist auch gleich noch die Halterung hierfür. Ich meine, das Spielzeug finde ich gar nicht mal so dumm. Das hat schon ein bisschen so ein kleines Know-how, sage ich mal. Das ist schon ein bisschen sinnvoller wie die anderen Spielzeuge. So, jetzt machen wir hier was auf. Es könnte eine Figur sein. Und ich hoffe, dass es eine Figur ist. Und es ist... ja... Nee, es ist auch keine Figur von der Serie. Es ist aber wieder ein, ja, eine neue Serie, und zwar von Mixart. Ah ja, wir haben hier dieses Schwein. Oder, nee, Quatsch, Schwein, wie komme ich denn da drauf? Das Schwein ist ja rosa. Das Schaf hier. Und zwar sind die aufgebaut wie von Kaufland, diese Figuren, die es da zum Sammeln gab. Habe ich, glaube, auch noch ein Video irgendwo rumflattern. Ich hatte davon Videos gemacht, die wollte ich eigentlich auch hier drauf laden, aber ist irgendwie abhanden gekommen. Ich weiß es nicht, ich muss mal nachschauen. Auf jeden Fall ist das auch eine neue Serie. Ja, auch wieder Spielzeug. Kann man, muss man nicht. So, hier klappert wieder nur wahrscheinlich das Gelbe vom Ei. Ja, hier drinnen klappert nämlich gar nichts. Und wir gucken mal nach. Und es ist, ja, wieder ein neues Spielzeug. Das ist auch wieder so ein Stift, aber diesmal nur mit so einem, ja, angeschrägten Laufrad, sage ich mal. Wo man dann, das mache ich also jetzt hier nicht auf, wo man dann halt Kreise mit malen kann. So, also wir haben jetzt einmal rot schon und jetzt einmal orange. Fehlt eigentlich noch grün und blau. Ich hoffe ja, dass ich es diesmal nicht mit dabei habe. Ich hoffe ja, dass ich wenigstens eine Figur dabei habe. So. Ja, das hört sich so ein bisschen, ja, figurenhaft an. Und es ist, jawohl, es ist, glaube ich, von der neuen Serie. Jawohl, es ist von der neuen Serie, endlich. Die erste Figur habe ich. Und es ist... Oh, jetzt habe ich meine Lesebrille wieder nicht auf. Desti. Ich hoffe, ich habe es richtig. Also hier dieser Walfisch soll das sein. So. Dann gibt es ja noch diese Krake, es gibt den
Ja, Memo, es gibt die Krabbe, den Otter, den Bailey und den Marlin und Dorte. Oder Doggy. Dorte. Wie komme ich auf Dorte? So. Ja, das könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. So. Aha. Er ist also auch beweglich. Cool. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Finde ich gut. Und auch so die Figur im Großen und Ganzen. Ups. Die Figur im Großen und Ganzen, die macht einen ja, ziemlich guten Eindruck. Ja, gefällt mir sehr gut. Also, wir haben jetzt das fünfte Ei gehabt und wir haben die erste Figur drin. Also, machen wir jetzt, nee, das sechste Ei. Das hier ist jetzt das siebte Ei. Mal schauen wir mal nach, was wir jetzt hier haben. Hier klappert wieder gar nichts. Und hier haben wir, wieder so ein, ja, was ist das? Beyblade von Go Move. Heißen die Dinger Beyblades oder wie heißen die? So, ich baue das mal schnell zusammen. Geht sicherlich rasend einfach, rasend schnell. So. So wird das Teil hier reingesteckt. Dann hast du hier diesen ja, Zugriemen, sage ich mal. Den steckst du da rein. Dann halt eben das Teil und dann zack. Jo, es läuft ziemlich lange. Es läuft ziemlich stabil. Ja, nicht schlecht, sage ich mal. Gut, wir machen jetzt das achte und das letzte Ei auf und schauen mal rein, was uns die ganze Sache hier jetzt beschert hat. Es klappert wieder nichts. Und wir haben von Mixart, hier so ein Stempeltier. Ist das. Da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Arten. Das ist hier so eingepackt. So sieht der Kleine hier aus.
Da ist der Stempel. Kann man dann hier drauf stempeln. Zack. Ja. Wer es braucht und schön an die Tapeten stempeln will, bitte schön. Gut. Ja, dann habe ich also als erste Figur dieser Serie den Walhai. Ich bin mal gespannt, ob ich die Serie voll kriege. Ich hoffe, euch hat mal wieder das Video hier nach langer, langer Zeit gefallen auf dem Kanal. Wäre schön, wenn ihr des Öfteren dann jetzt nochmal hier reinschaut, weil es kommen jetzt, ab jetzt, öfters wieder Videos, weil die Sommerpause von Ferrero ist nun endlich vorbei. Es geht weiter. Und ja, mal schauen, was das nächste Video so bringt. Was für Figuren. Ich weiß auch noch nicht, wann die Viererpacks rauskommen werden. Sobald sie draußen sind, werde ich sie mir natürlich selbstverständlich holen. Und dann wird wahrscheinlich auch wieder wie gewohnt im Dreierrhythmus pro Woche, also pro Woche drei Videos werden dann hier wieder erscheinen. Also seid gespannt, was jetzt demnächst kommt. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.